Kaiser Ruhe! Wir wollen auf Landkunde gewinnen! Ruhe! Wir wollen auch ankündigen, das erste Fufis Reisebüro in Wien am 26.06.2018 Uhr. Das heißt so viel wie, ihr könnt auch euch frühe Morgen hierher. Und jetzt? Und jetzt? Riesige Entschuldigung, auch hier ungebildet. Ich bin vierte Klasse. Nein, halt. Menschen, die vierte Klasse kennen hier nicht. Auch euch? Nein, die dürfen alle mitnehmen. Aus unserem Gründervater. Karl-Reinhold Popper. Moment. Nein! Popper, 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 Popper. Wir wurden uns nicht selber vorgelesen, aber es darf verdienen werden. Es geht darum, ich will mich hier nicht mit dem Problem der Bedeutung des Wortes Sinn beschäftigen. Rechtshand auf! Rechtshand auf! Hinterrechter klar ist, was Sie meinen, wenn Sie vom Sinn der Geschichte oder vom Sinn des Lebens sprechen. Und in diesem Sinn, in dem Sinn, in dem die Frage nach dem Sinn der Geschichte gewöhnlich gestellt wird. Die Weltgeschichte hat keinen Sinn! Papa, 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 Papa! Ist ein toller Gefolger! Diese Geschichte. Wo ist dein Schlag? Die Geschichte hat keinen Sinn! Die Geschichte hat keinen Sinn. Das ist meine Behauptung. Aber auf dieser Behauptung folgt nicht, dass wir nichts tun können. Dass wir die Geschichte der politischen Macht. Ruhig. Dass wir die Geschichte der politischen Macht mit Entsetzen akzeptieren müssen, oder dass wir gezwungen sind, sie als einen grausamen Scherz hinzunehmen. Denn wir können sie interpretieren mit dem Blick auf die Probleme der Machtpolitik, deren Lösung wir in unserer eigenen Zeit versuchen wollen. Wir können die Geschichte der Machtpolitik interpretieren im Sinn unseres Kampfes für die offene Gesellschaft. Ja! Obwohl die Geschichte kein Ziel hat, können wir dennoch hier diese Ziele auferlegen. Und obwohl die Geschichte keinen Sinn hat, können wir noch hier einen Sinn geben. Danke! Und liebe Freunde, liebe Mitstreiter, liebe Aktionäre,
Stark, wir sind super! Stark, wir sind super!